Im Südwesten von Mallorca, in Santa Ponsa, steht das imposante Eigenheim unseres Millionärehepaars, die Villa Colani. Das Anwesen wurde bereits mehrfach zur schönsten Villa Spaniens gekürt. Geschätzter Wert 25 Millionen Euro. Ein Luxustempel für Blattgoldfans und Swarovski-Liebhaber. Verantwortlich für das pompöse Bling-Bling sind Heinz und Andrea von Sayn-Wittgenstein persönlich. Ich liebe Gold. Gold ist keine Farbe zum Angeben. In China, in Asien ist Gold die Farbe des langen Lebens und des Glücks. Ich bin in der Sonne geboren, ich bin Löwe im Sternzeichen. Ich liebe Gold. Ja, das ist unschwer zu übersehen. Mehr als 40 Kilogramm 24-karätigen Goldes sind in der Villa verbaut. Und das ist noch lange nicht alles. Wir sind reich an Liebe, an Familie, an Freundschaften. Und natürlich haben wir auch ein Vermögen. Ja, selbstverständlich. Ja, wir kennen uns natürlich entzahlen. Auch viel Annehmlichkeiten leisten. Ja, nicht viel, Andrea, eigentlich alle. Ja, wir sind reich in jeder Beziehung. Und das ist ein Glück. Mir gefällt das Wort reich überhaupt nicht. Das ja, ich weiß, du bist mir nicht. Ja, nein, dann such irgendwie ein anderes Wort. Ja, das reich? Bin nicht ich. Ja, aber reich ist ich reich, Andrea. Nein, ich nehme das Wort auch gar nicht in den Mund. Ja. Okay, wir sind gut situiert, uns geht's gut und wir müssen uns auch nicht schämen, dass wir so viel aufgebaut haben. Andreas Untertreibung zum Trotz. Den Grundstein für ihren Reichtum legte Heinz. Zuerst als erfolgreicher Auktionator, später erweiterte er das Vermögen dann als Immobilienmakler. Seit 23 Jahren lebt das Paar auf Mallorca, knapp 10 davon in der Villa Colani. Auf 1000 prunkvollen Quadratmetern. Hier ist tatsächlich alles Gold, was glänzt. Das Händchen fürs Kulinarische hat in diesem Haushalt seit 6 Jahren unbestritten Frau Sabine, die gute Seele der Villa Colani. Ich bin also ein Süßigkeitsjunkie, da bin ich ehrlich. Schokolade und Milchshakes und Eis und eigentlich alles, was falsch ist, stopfe ich in mich rein, weil ich immer glaube, dass Zucker und Süßigkeiten meinem Gehirn mehr Nahrung geben. Und ich habe auch hinterher den Eindruck, dass das Gehirn vielleicht 2 bis 3 Prozentpunkte frischer ist. Auf Unmengen an Süße wird Heinz aus Kostengründen in den nächsten Wochen bestimmt verzichten müssen. Genauso wie auf seine beiden Katzen, Siri und Mr. Monk. Diese werden im Hause von Sayn-Wittgenstein sonst so richtig verwöhnt. Die 2 Stinkerchen kriegen jetzt ein Gutele. Monk, Siri, Gutele, wo sind die 2? Ja, Monkey, Gutele gibt's. Und wo ist die Siri? Siri, Gutele. Ja, wie sagt man Monkey? Wie sagt man? Siri, Siri. Ja, jetzt gibt's was Feines. Oh, ist das lecker. Lecker. Monkey, schau mal. Immer schön Danke sagen. Eins ist klar, die Katzen gehören zur Familie. Umso schwerer für das Fürstenpaar, sich in den kommenden 4 Wochen von ihren beiden Lieblingen zu trennen. So ist es brav. Mein Gott, seid ihr gut erzogen. So gut erzogen. Menschen, die kein Tier haben, die wissen gar nicht, was sie vermissen. Die schenken so viel Liebe und Ausgeglichenheit und wunderschön. Ein Leben ohne ihre Samtpfoten? Für das Fürstenpaar nicht vorstellbar. Und so sitzt der Schmerz über den Verlust ihrer Katze Kitty im letzten Jahr immer noch tief. Wir haben seit Jahren Katzen, immer Straßenkämpfer. Wir hatten 11 Jahre eine Katze im Haus. Und letztes Kitty, Jahr, ist das war so schlimm. Wo unsere Kitty gestorben ist. Heute noch denkwürdig. War auch ein Familienmitglied. Und das war eine Katze? Es ging von einem Tag auf den anderen. Und ich musste die Entscheidung treffen. Ich war von der Straße. Ich hätte 100.000 bezahlt in der Klinik, wenn sie es retten können, aber war vorbei. Und die, ich meine, jeder behauptet von seinem Tier, und das war dass es ganz eine spezielle Katze ist. Nur die war wirklich speziell, die Kitty. Also, die hat uns geliebt. Wo ich krank war, die war immer bei mir. Und ich meine, das kann man auch nicht vergessen. Andrea erkrankte vor 5 Jahren an Leukämie. Im Kampf gegen den Blutkrebs konnte sie auf 2 Dinge zählen. Ihren Mann Heinz und eben auf Katze Kitty. Sie wich ihr damals nie von der Seite. Den Fürstentitel trägt Heinz seit der Adoption in seiner Jugend von der Familie von Sayn-Wittgenstein. Seinen Reichtum hat er sich dennoch selbst erarbeitet. Natürlich bin ich ein Fan hier von Dagobert. Mein Vorbild nicht von seinem Geiz. Ich habe als junger Mann Zeitungen ausgeworfen, mit dem Fahrradfahren, da war ich noch richtig fit drauf. Da habe ich so Zeitungen in den Gärten. Und das war meine erstverdiente Mark, die habe ich wie Dagobert Duck aufgehoben. Und da verstecke ich sie, weil da wird sie nicht geklaut.
Schön. So. Ich bin eigentlich stolz drauf, dass ich alles selbst erreicht habe im Leben. Der Name von seinem Wittgenstein hat auch Türen geöffnet, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber ich habe jede Mark, jeden Euro selber verdient. Und das macht mehr Spaß, als wenn man mit dem goldenen Löffel aufwacht. Potzblitz. Wer glaubt, das hier sei Kinderkram, täuscht sich. Die Sammlung ist millionenschwer. Karl Barks ist immerhin der bekannteste Disney-Zeichner. Und jeder will sie haben, meine Sammlung. Steven Spielberg will sie gern kaufen, aber das schon seit 3 Jahren. Und Russen wollen sie haben, Araber wollen sie haben, sogar Chinesen. Die bauen jetzt eine große Disney World in Shanghai. Geschätzter Wert der Sammlung 50 Millionen Euro. Aber Geld, Vermögen, Unabhängigkeit ist nicht so wichtig im Leben. Der Spaß im Leben ist wichtig. Das einzige Vermögen, was ich besitze, und wirklich das einzige, mein Ehrenwort drauf, ist meine Frau. Ein unbezahlbares. Und das seit über 30 Jahren. Für mich ist die Andrea, und das meine ich so, die Erde, der gesamte Kosmos, das gesamte Lächeln der Welt. Sie ist die Frau, die mich atmen lässt und mein Herz schlagen lässt. Und mit diesem Lebenselixier an seiner Seite will Heinz nun den Schritt in das Hartz-IV-Experiment wagen. Beste Voraussetzungen also. Hallo, ich habe Post für Sie. Was haben Sie denn da, Frau? Ein goldenes Kuvert, ja, meine Farbe, kann nur Glück bringen. Weiß ich nicht, schauen wir, was drinsteht. Die Regeln fürs Experiment. Oh. Lies vor. Ja, ich lies. Um Gottes Willen. Setz mich. Komm, bitte. Lies nee, vor. Nee, ich muss mich setzen, Andrea. Jetzt bin ich ein bisschen schwach auf den Beinen. So schlimm? Ja. Liebe Andrea, lieber Heinz, das große Experiment Promis auf Hartz IV beginnt jetzt. Mhm. Für die kommenden 4 Wochen zieht ihr nach Köln. Mhm. Nach Köln. Zollstock. Das Paar tauscht seine vergoldete Villa gegen eine Wohnung in einer Hartz-IV-Siedlung. Und jetzt kommt's, jetzt pass auf. Jeder von euch darf nur einen Koffer und ein Handgepäckstück mitnehmen. Puh. Weißt du, was das heißt? Wie viel brauchst du für deine Kosmetik? 2 Koffer oder was? Ach, Heinz. Nur einen Koffer inklusive allem. Kreditkarten, Autoschlüssel, Handy und Bargeld müsst ihr... Wie jetzt? Kreditkarten, Handy und Bargeld müsst ihr zurücklassen. Luxusartikel sind verboten. Wenn ich muss das Handy abgeben und die Kreditkarte, das ist kein schöner Moment. Das wird richtig hart. Mein Gott, ich darf gar nicht drüber nachdenken. Wie viel kriegt denn in Deutschland der Hartz IV? Ja, was weiß ich, Andrea, frag mich. Ich glaube so um die 400 Euro, oder? Du spinnst ja wohl. Über Hartz IV bin ich eigentlich nur über das Fernsehen informiert, ja. Ich kenne nicht die Höhe der Gelder, die die Menschen bekommen, oder Zuwendungen, Möbel, Wohnungen, Zuschüsse etc. Ich werde es ja lernen, gehe ich davon aus, die nächsten Wochen. Und hinterher bin ich schlauer. Jeden Tag lernt man dazu. Aber ich glaube nicht, dass es sehr viel ist. Vielleicht hörst du auch auf zum Rauchen. Never. Oder rauchst weniger. Ach, sag nicht gleich never. Hast du so Stangen? Ja, kannst rechnen, 50 Euro. Heinz raucht aber 3 Stangen pro Woche. Mal 4, das wären, ganz einfach, Andreas, 600 Euro für Zigaretten. Wenn du meinst, mit deinen 400 Euro nur Zigaretten zu kaufen, Schatzi, dann mach das. Mir ist wichtiger, dass wir jeden Tag was Vernünftiges essen können. Ich habe schon gedacht, dass die Regeln etwas lockerer sind. Aber ich bin bei tieferem Nachdenken einverstanden, weil es ehrlich ist. Und eins kann ich versprechen. Egal, was passiert, die Andrea und ich werden immer authentisch sein, wir werden ehrlich sein, es ist, wie es ist. Wir können es jetzt eh nicht ändern für den begrenzten Zeitraum. Das bedeutet, wir ziehen es halt einfach durch und wir werden unser Bestes geben. Ob wir es schaffen, weiß ich nicht. Wie wir es schaffen, weiß ich nicht. Ich weiß noch nicht, was wir machen. Wir werden sehen. In 24 Stunden ist Abflug. Zeit, sich der ersten Herausforderung zu stellen. Du Spatzi, was machen wir jetzt? Die Koffer packen, oder? Der Albtraum, Schatz. Nichts Albtraum. Koffer packen, ich bin so über... Die Koffer bringen und die schauen wir das. Frau bitte die 2 großen schwarzen Koffer. Mir ist natürlich klar, dass ich den Service, da wo wir hinkommen, nicht habe. Wir haben eine Haushälterin, die kocht, alles hat seinen geregelten Ablauf. Da wird schon Unterschiede geben. Danke, Frau. Aufs Bett, bitte, Frau. Erstmal die Schuhe. Die gefallen mir gut, Andrea. Nein, doch, nein, doch, geht gar nicht. Die gefallen mir auch gut mit dem Panther. Nein, doch, geht gar nicht. Die Golden fallen mir auch gut hier. Ja, wie viele Schuhe willst du mitnehmen? Was wäre denn hier mit dem da auch noch? Das sind auch nein, schöne. Nein, nein, nein. So, jetzt schauen wir mal. Komm, geh mal einfach. Okay. Also mein Mann, er hat kein Gefühl, mit so einem Schuh in eine Hartz-IV-Gegend. Geht
gar nicht. Blinky, Blinky und Gold. Ich meine, Gold, er ist der Goldfürst, alles gut. Aber nein, die sind bequem. Kann er hier tragen? Andrea, die sind bequem, das ist nicht richtig nein, Gold. Nein, geht nicht, geht nicht. Sind auch nicht so auffällig. Nee, lächerlich machen wir uns nicht. Ja, die Andrea ist ein Genie. Sie packt sehr gut, aber zu viel. In diesem Fall muss man schon überlegen, was man mitnimmt. Weil es kann ja sein, es fehlt. Aber egal, was gepackt wird, es wird immer was fehlen bei uns. Das weiß ich schon, es geht am zweiten Tag schon los. Heinz, das habe ich nicht dabei, Heinz, das habe ich nicht dabei. Sag, Andreas, vergiss es, wir müssen es halt besorgen. Wie, weiß ich noch nicht, aber wir werden es kriegen. Der Koffer ist schon fast voll. Okay. Um für das entbehrungsreiche Leben in Deutschland gewappnet zu sein, hat Heinz seinen Haus- und Hofarzt Dr. Andreas einbestellt. Der will ihm noch eine Spritze mit Vitamin B verabreichen. Keine schlechte Sache. Schließlich soll Vitamin B gut für die Nerven sein. Und gute Nerven braucht der Millionär in den nächsten 4 Wochen mit Sicherheit. Andreas, bitte auch! Ja? Denk, ich weiß. Shit, Tipps. Das ist so. So was sagt man nicht. Du wolltest deine Vitaminspritze, jetzt hast du sie. So, gut. Okay. So, Heinz, das war's. Ich wünsche alles Gute. Danke dir. Aber du weißt, Rauchen reduzieren schont auch dein Budget, Geldbeutel. Und ich will, dass du noch gesünder wieder zurückkommst. Schwierig ist natürlich schon, wenn weniger geraucht wird, ist das für Heinz sicherlich Stress, Psychostress. Ja? Kann der Aggressivitätspegel durchaus steigen. Punkt 2, er braucht seinen Zucker, weil er ist jemand, der mobilisiert die Energie nicht aus dem Fett, sondern er braucht kontinuierlich diese Zuckerzufuhr. Und wenn das Gehirn wenig Zucker bekommt, schaltet es auf Stressmodus. Und dann steigt die Aggression. Ich pack für dich keinen Koffer mehr. Bitte, Spatzi. Das mache ich nicht. Nee. Diskutiere halt nicht so viel, mach's einfach. Ach, das ist... Aber lass mich ziehen, ich hab mehr Kraft. Nein, du machst mir kaputt, du hast kein Gefühl. Ich kenn doch... Spatzi, ich hab doch Gefühl. In der Zeit habe ich schon zu. Ja. Du kannst ihn kaputt machen, gern, Schatzi. Dann einen kleinen habe ich noch da. Dann müssen wir einen kleinen nehmen. Zieh bitte. Nee, geht nicht. Jetzt zieh, ich sitz doch drauf. Doch, jetzt wo ich drauf sitze, muss doch gehen. Doch, probier's. Das ist nur, ich muss den kleinen Koffer da nehmen. Weil der Reißverschluss, da fehlt schon eine Zacke. Hier gebe ich gleich Zacke fest. Mhm. Nee, da gehen wir von hier, da ist ja noch einer hier, oder? Ist da nicht noch einer? Nee. Ha! Er ist zu. Schön. Und da sind sie stark. Ein Koffer ist fertig. Aber es dürfen nur 23 Kilo mit. Koffer drauf. Das Gerät ist betriebsbereit. Okay. Jetzt sehen wir aber nicht, was da steht. Die Rede doch. 22,3 Kilogramm. Oh. Heinz hat gutes Feeling. Ab morgen heißt es, auf all das hier verzichten. Für den letzten Abend hat sich Heinz deshalb etwas Besonderes einfallen lassen. Oh la la, das Fürstenpaar ausgehfein in Samt und Seide auf dem Weg nach Palma Stadt. Und Heinz, der alte Charmeur, hat's immer noch drauf. Also, Spatzi, du bist immer meine Prinzessin. Oh, Liebes, danke. Ich freue mich schon. Ich liebe dich. I wish I could lay down beside you when the day is done and wake up to your face in my heart. Eine kleine Überraschung habe ich. Ich vermute was. Du vermutest? Ich vermute was auch. Ja. Ich habe das ganze Abaco gemietet, ganz alleine für die Andrea und für mich. Ich hoffe, es gefällt dir. Gracias, Senor. Gracias, Spatzi. Ach, ist das nur schön. Für dich. Ist das schön. Komm, setzen wir uns gleich vor. Wir sind ganz alleine hier, Andrea. Traumhaft. Schau mal, ich habe für jeden Tag, wo wir in Köln sind, eine Rose für dich, Andrea. Das heißt 30 Rosen. Das heißt 30 Rosen, aber du bist mir auch 3.000 oder 3 Millionen Rosen wert. Danke, liebes, danke. Für mich soll's rote Rosen. Ich finde es toll, wenn meine Frau nach 30 Jahren auch so verliebt ist. Finde ich schön. Beide sind sich ihres Glückes bewusst. Denn das Paar hat harte Zeiten hinter sich. Es gibt Sonnentage und es gibt Regentage. Und die gibt es auch bei der Andrea und bei mir, die Regentage. Und einmal hat es so geregnet, dass ich gedacht habe, ich ersticke am Wasser. Das war, wo meine Frau Andrea, 2012 war das,
Und da hat sich eine beschleunigte Leukämie herausgestellt bei ihr. Sie hätte Weihnachten nicht überlebt. Das wäre sehr schnell gegangen. Wo ich das gehört habe, für mich brach eine Welt zusammen. Die Andrea war sehr tapfer, muss ich sagen. Und dann haben wir halt einen richtigen Arzt gefunden. Und da gibt es halt glücklicherweise seit 2007 Medikament. Und jetzt ist sie gesund wie ein Baby. Jetzt hat sie keine Leukämie mehr. Wenn die gegangen wäre, ich wäre weg gewesen. 2012. Scheiße. Aber jetzt geht's ja gut. Alles gut, alles gut. Mucho gracias, Paola. Es sind Alkohol. Sin Alkohol. Gracias. Salud. Auf das, dass die Liebe noch 30 Jahre besteht, Spatzi. Oder solange er auch immer da oben will. Schatzi, ich liebe dich. Ich liebe dich, Spatz. Romantik pur. Aber ob die beiden Verliebten auch im Hartz-IV-Experiment so harmonisch zusammenleben werden? Ich weiß nicht, ob wir das alles vermissen. Hier haben wir die Möglichkeit. In Köln werden wir sie nicht haben. Aber wir werden Dinge einfallen müssen, dass ich auch einen gewissen Standard erhalte. Schatz, mir geht's jetzt gar nicht. Wir versuchen jeden Tag das Beste daraus zu machen und so glücklich wie möglich zu sein. Und ich habe jetzt überhaupt keine Lust, an die nächsten 30 Tage zu denken. Der Satz ist gut, Andrea. Bleib. Hauptsache, wir sind glücklich. Egal, genau, was Genau, so ist es. Der letzte Tag auf Mallorca bricht an. In wenigen Stunden verlässt das Millionärs-Ehepaar die Insel, seinen Luxus und seine Freunde. Die Engsten, wie Antonia aus Tirol und Lukas Cordalis, sind gekommen, um die beiden in ihr Hartz-IV-Leben zu verabschieden. Osta! Oh, die Zeit drückt näher. Gleich, und der Heidauer. Die Zeit drückt näher. Oh. Grüß dich, Großer. Du, gut schaust du aus. Du auch? Du Womanizer. Ich besser reden, du besser singen. Ja. Hallo. Du meinst das? Alles gut? Ja? Alles okay. Mich würde mal interessieren, hast du irgendeinen Anreiz, warum du das am Ende schaffen willst? Das Leben besteht für mich aus Lernen jeden Tag. Und ich will sehen, wie Menschen leben, die Hartz IV kriegen, weil man redet ja immer nur drüber und man sagt ganz vollmundig, ach, das schaffe ich auch und ist alles leicht. Vielleicht ist es nicht leicht. Ich mag keine Vorurteile, ich mag nicht über Dinge urteilen, die ich nicht kenne. Und dann kenne ich das nach 4 Wochen und dann kann ich sehen, sind es Leute, die nicht arbeiten wollen, sind es Leute, die arbeiten wollen, bloß keinen Job kriegen, dann kann man anders drüber urteilen. Erstens die Erfahrung und zweitens natürlich, um zu sehen, ob ich das schaffe als Luxusbaby. Wenn du das schaffst und gut durchstehst, ja. Wenn du dann zurückkommst, dann mache ich dir eine richtig tolle Torte. Aber eine richtig tolle. Okay? Das ist doch was. Mensch. Dann kannst du dich auf was freuen. So irgendwie insgeheim. Ja, da freue ich mich schon. Ja? Also, ja, auf euer Wohl. Auf euch. Prost. Zum Wohl. Prost. Alles klar. Also, zum Wohl. Zum Wohl. Also, ich könnte mir vorstellen, bei unseren Freunden, dass die Hälfte sagt, nee, da stehen die nicht durch. Und die andere Hälfte wird sagen, doch, die schaffen das. Aber alle sagen, wir spinnen. Ja, das sowieso. Also ich denke, dass es für den Heinz schon ein Kontrast ist, wie er stärker nicht sein kann. Ich meine, der lebt hier in einem Traumhaus auf einer Trauminsel, ein Traumleben. Ein verwöhntes und Baby. Jetzt, ja, er wird verwöhnt von seiner Frau, von seinen Angestellten. Und jetzt selber wieder an die Front zu müssen, zu ackern, zu zeigen, dass er es drauf hat, ist schon eine Riesenherausforderung. Sicher, ihr schafft das. Heinz, nicht aufgeben und... Die Andrea schaufelt das. Ja? Ich bin mir sicher, dass unsere Freunde uns schon sehr vermissen. Und wir das Freunde. Weiß ich. Ja. Und wir natürlich auch die Freunde. Tschüss, mein Kleiner. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Tschüss, danke schön. So eine gewisse Leere spüre ich jetzt. 4 Wochen. Ohne Freunde, ohne Bekannte, ohne Kontakte. Ohne Kätzchen, Schatzi. Ja, das gehört dazu, Andrea. Das ist Familie. Also es wird hart.